Hi Leute und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Nach dem ganzen Gefische letzte Folge würde ich sagen, ist mal wieder Zeit für eine Hauptmission. Darin gibt es momentan insgesamt 4 Stück und wir machen heute die von Bill Williamson. Das offenbar auch wieder mal mit einer Kutsche zu tun hat. Wo kriegen die Kutschen überhaupt her? Dachte, das sind unsere Behausungen, wenn wir gerade nicht unterwegs sind. Naja, was soll's. We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? 4 of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if I'm serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's 4 of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay, I suppose. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Ja, endlich! Alter, ich habe schon ewig auf einen Bankraub in dem Spiel gewartet. Ich meine, hallo, wir sind fucking Outlaws im Wilden Westen. Was ist denn das bitte für ein Spiel geworden ohne Bankraub, ja? Und es ist die in Valentine. Ich fände es nur schade, dass sie es nicht gemacht haben wie die Heist-Missionen in GTA. Mit bisschen mehr Vorbereitung, weißt du, Bank ausspähen und so. Ausrüstung beschaffen. Vielleicht 2 verschiedene Herangehensweisen, aus denen man wählen kann. We'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. It should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them? And any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. You got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Okay, also ich zweifle nicht daran, dass Bill auch so ein bisschen seinen Teil dazu beiträgt, aber hey. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Ich habe schon über 2000 Dollar in dieses Lager eingezahlt und alles aufgerüstet und so. Und die kommen immer mal so mit 1,50 Dollar an.
Also bitte, wer macht hier bitte das meiste Geld, ja? Ich ja wohl. So, ich habe auch das schönste Pferd. Und den schicksten Hut. Damit wir das mal geklärt haben. Cool. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir endlich eine Bank ausrauben können. Ich finde, das gehört irgendwie so ein bisschen zu so einem Western mit dazu, ein Bankraub. Auch wenn das Ganze wahrscheinlich mal wieder in der kompletten Massakrierung von Halb Valentine enden wird, da bin ich mir jetzt schon sicher. Naja. Ja, die Dörfer waren damals noch nicht so groß. Wenn du damals 30 Leute erschossen hast, war ruckzuck ein Ort leer. Und das hat's gegeben. Also, dass Outlaws wirklich ganze Städte ausgelöscht haben. Die haben sich einfach alles unter den Nagel gerissen, was dann in den Häusern war. Und das war's. Komplettes Dorf, komplette Stadt. Also Stadt jetzt nicht, aber so eine komplette Siedlung weg. Na, was ich mich nur frage, ist, warum ich jetzt den ganzen Weg dahin reiten muss. Hättet ihr euch nicht noch ein schönes Gespräch ausdenken können? Na gut, was soll's. Ich habe den Fisch übrigens gefangen, noch letzte Folge, wo ich aufgehört hatte. Und das war ziemlich einfach. Mein Tipp dort bei diesem Barsch, einfach ein Boot nehmen. Da sind zwei Boote an dem Ufer dort, wo ich war. Und wenn ihr mitten auf dem See seid, dann scheint es so zu sein, dass man die Angel auch deutlich näher an sich ranwerfen kann und es beißen trotzdem Fische an. Und ich hatte den irgendwie in einer Sekunde. Das war's schon. Legendärer Fisch, Ende. Ich habe ihn aber noch nicht abgegeben, weil der war ein bisschen kleiner. Die größeren Fische schnallt er hier auf sein Pferd, die kleineren steckt er in die Tasche. Aber ich hoffe mal, dass es, ich werde wahrscheinlich, das ist die, ja genau, das ist jetzt die Folge, die Samstag rauskommt. Das heißt, es ist schon wieder Neujahr und ich glaube, ich habe euch kein gesundes neues Jahr gewünscht, oder? In der letzten Folge? Nein. Da mache ich das einfach nachträglich noch. Gesundes Neues. Hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ich hoffe, 2019 wird für uns alle ein gutes Jahr. Wie auch immer, was ich sagen wollte ist, das heißt, das ist die letzte Aufnahme für diese Woche jetzt wieder, also habe ich jetzt ein bisschen Zeit, das heißt, ich werde mal versuchen, alle Fische zu kriegen. Obwohl, da werden wieder wahrscheinlich einige dort ganz im Süden sein, wo ich jetzt noch nicht hin darf. Da ist ja das Gebiet, alles was so Blackwater ist, alles im Grunde genommen die alte Map. Die Map aus Red Dead Redemption 1 ist momentan gesperrt. Und da werden auch einige, sind auch einige legendäre Tiere. Ich weiß, dass der legendäre Panther zum Beispiel da ist. Also, naja, da komme ich dann vielleicht später mal noch hin. Nehmen wir an, da kommt dann irgendeine Mission, wo du das Kopfgeld los wirst. Was da auf dich ausgesetzt ist. Obwohl das auch eigentlich keinen Sinn ergibt. Ich hatte hier in dem Spiel schon mal über 300 Dollar Kopfgeld auf mich ausgesetzt und konnte das einfach so bezahlen. Fertig. Und dann war keine Sau mehr hinter mir her. Warum geht das nicht da unten in Blackwater? Und wieder andere Gesetze? Kann man da sein Kopfgeld nicht selber bezahlen? Ich meine, wäre irgendwie lame, aber auch realistisch. Stell dir mal vor, ne, du raubst eine Bank aus. Und auf Bankraub steht dann Kopfgeld für, sagen wir mal, 50 Dollar. Aber bei dem Bankraub erbeutest du 200 Dollar. Da kannst du quasi jedes Verbrechen begehen, was du willst. Solange wie du genug Geld machst, kannst du hinterher einfach dein Kopfgeld bezahlen und die Ordnungshüter sind dann machtlos. Naja, was soll's. Ist halt so, wie das hier in den Spielen läuft. Und es ist immer noch eine bessere Möglichkeit, sein Kopfgeld loszuwerden, als fucking Assassin's Creed, wo du irgendwo auf Dächer klettern musstest, um Steckbriefe abzureißen. Okay. Let's leave the horses here off the main drive. Ja. Alright, gentlemen. Tut mir leid, Hundi, hab keine Zeit jetzt für dich. Okay. Get ready. Na? Karen? Go to work. Of course. Alright, keep it cool and follow me, fellas. Sieht überhaupt nicht verdächtig aus, wie da drei Typen mit schwarzen Mänteln auf eine Bank zulaufen. Vor allen Dingen, mindestens ich müsste hier eigentlich bekannt sein. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? Was? Oh, ich kann mir doch ein paar Sachen aussuchen, oder zumindest das hier. Soll sie das verirrte Mädchen spielen oder die Hure? Ich würde sagen, du spielst mal die Hure. Of course you know I like the harlot. You're the only one.
You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now, where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Wir brauchen kein Glück, wir haben Munition. Okay, we're going. Hold on. Wait till she's got him real dead. Don't act like you don't know me. All stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Sorry. Just between us. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up. Yeah, it's damn robbery. Nobody move. No word up. Nobody move. Don't make us hurt you. Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wir sind das heutige Unterhaltungsprogramm. It's unlocked. We're good. Kommt schon, gebt's zu, ihr seid doch froh über so ein bisschen Aufregung in eurem Scheißleben. So. Ja, was ist denn jetzt? Mach halt auf. Du da, Tresor. Jetzt. Mach auf oder ich lasse die Eier weg. Schneller! Alter, schneller! Get a move on. How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on. Okay. Okay. Junge! Du verarschst mich doch, das dauert niemals so lange. Du es jetzt langsam mal? Danke. Weg da, weg da, weg da. All good. So. Was haben wir denn hier? Someone come make sure the shoot behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now. The manager does that. God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Ich hab was von Sprengen gehört. Okay. Ihr wisst doch, wie gerne ich Sachen in die Luft jage. Oh. So. Now you shut the hell up and be still. Ist ja immerhin inzwischen schon Neujahr. Da kann man auch mal ein schönes Feuerwerk hier starten. Habe ich eigentlich ein Zeitlimit? Ist die Ordnungshüter kommen? Nee, ich glaube, die haben noch nichts mitgekriegt, oder? So. Hallo? Ich hab so das Gefühl, springe ich hier gleich selber in die Luft, wenn ich nicht gleich rausgehe. Ja, hat zu lange gedauert. Aber Mann, ey, ich dachte... Kannst du dich mal... Ich hab mir das fast gedacht. Kannst du dich mal Dynamit mitbringen mit einer etwas längeren Lunte, damit ich alle vier anzünden kann, du Trottel? Oder reicht eins? Ich bring jetzt einfach mal zwei an. Einmal, ich habe jetzt mal drei genommen, das müsste ja reichen von der Zeit her. Zwei. Mach schneller, Junge. Drei. So, jetzt mach, dass du hier rauskommst, Junge. Bam, bam. Nice. Okay, das hat jetzt definitiv jemand gehört. Komm schon. Nimm die Kacke raus hier. Kannst du den hier? Ja, mach den hier auch noch auf, komm. Also ich meine, du solltest vielleicht erstmal das Geld aus den anderen rausnehmen, damit es nicht verbrennt oder so. So, meins. Ja, 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 Moment. So. Hier noch, komm schon, jetzt das andere Zeug anzünden. Komm schon, schnell. Jemand auftaucht. How much longer?
Nicht mehr lange. So. Ah, jetzt noch die letzten. Komm schon. So, raus. Ja, alles gut. Die letzten sind offen. Ist mir scheißegal. Nimm doch das Geld, Alter. Willst du mich verarschen? Ich kann jetzt das Geld nicht nehmen, weil die Arschgeigen da draußen sind. Jetzt nimm doch fix das fucking Geld. Ich kotze auf die Straße, Alter. Warum? Dich kann ich noch ausplündern. Hier, komm schon. Ah, jetzt mal ohne Was? Gin hat er dabei? Trinken wir an der Arbeitszeit? Na, du hast Ärger, Freundchen. Ich kann jetzt echt das scheiß Geld nicht mehr nehmen. Ich hätte die drei Großen wahrscheinlich nur plündern sollen, die Kleinen weglassen. Nee, das ist jetzt aber kacke. Naja. Oh, ich komm schon mal. I'll go. Follow me. What are you, insane? Probably. Don't shoot! Don't shoot him! I made a terrible mistake! Get out of there, miss! Sorry. What? Hallo, Freunde! Ibims, eins Waffe. Bams! Ich gebe euch einen Headshot. Schon wieder drei Leute gestorben für die Kacke, ey. Ja, ich dachte es mir schon, es wird mal wieder ein scheiß Massaker hier. Alter, willst du mich verarschen? Der geht hier in den scheiß Balkonpfosten in Deckung. Habe ich überhaupt die richtige Munition? Ja, Express. Okay, nimm einen zweiten Revolver aus. Was habe ich denn eigentlich gekauft? So. Bams. Komm schon zu den Pferden. Ey, nur mal so, ne? Wenn du ein Gesetzeshüter in dieser Stadt bist, jetzt beweg dich, verflucht. Hör auf mein Pferd zu schießen, Arschgeige. Bam. So, ihr auch. Wer uns verfolgt, stirbt. Gesucht oder tot oder lebendig, das kannst du dir sparen. Was ist denn jetzt los? Kommt schon! Ihr Knallfrösche, macht schneller, ey. Es ist ein Pferd, man gibt ihm die Sporen, dann reitet es schneller. Annette ist reiten. Alter. Auf wen schießt ihr da? Es ist niemand mehr. Achso, auf die hier. Bums. Oh, sie waren noch so jung. Ist mir aber auch egal. Nö. Wenn die wissen, was gut für sie ist, kommen sie nicht mehr weiter. Ich glaube, mit zwei Revolvern ist es nicht ganz so präzise. Kann das sein? Ja. Nach wie vielen Toten merken die eigentlich, dass sie keine Chance haben? Mal schon wieder zwei, Alter. So, das war's jetzt, aber ich sehe auf der Minimap keinen mehr. Und wo kommen die überhaupt her? Die kommen da aus Richtungen geritten. Waren die da die ganze Zeit schon postiert? Für den Fall, dass jemand... da ist, glaube ich, ein Stein geknallt. Verstecken die sich hier die ganze Zeit in der Wildnis so? Für den Fall, dass jemand eine Bank ausraubt, damit die dann einfach so von der Seite kommen können? Komm schon. Tschüss.
Wie wär's denn, wenn du einfach mal entgegengesetzt der Zugfahrtrichtung fährst, einfach hinten rum über die Schienen und dann geht's weiter? Ach Gott, die Gesetzeshüter hier sind lustig. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Still, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. This is Ja, das hat so viel Spaß gemacht. Ein anderthalbes Dutzend Leute ist tot. Aber es war lustig. So, wie viel habe ich jetzt hier? Ich habe immer noch $30. Okay, ich gehe mal an, ich kreiert später bezahlt. Okay, dann geht's jetzt nochmal zur Ranch. Da hat ja der Herr Strauss gesagt, dass da noch Kohle abzuholen ist. War das nicht die, wo ich am Anfang schon mal war? Ich glaube, das war das, was ich euch am Anfang nicht gezeigt habe, weil ich dachte, es wäre so eine Random-Mission. Und dann kam da aber doch eine Filmsequenz oder so. Da war so ein Typ, der war irgendwie krank und der konnte nicht bezahlen. Ich glaube, daran gehen wir jetzt zurück. Also könnte es jetzt sein, dass das etwas tragisch wird. Aber hey, was soll's? Bank erfolgreich ausgeraubt. Was ist denn überhaupt das Kopfgeld jetzt? $5. $5. Das Kopfgeld sind $5. Ich habe gerade ein anderthalbes Dutzend Leute mindestens umgebracht. Oder? Das müsste eigentlich hinkommen, oder? So 15 Leute. Drei da, sind 6. Hier mal, da mal. Ja, so ungefähr ein anderthalbes Dutzend Leute. Das kommt hin. Und ich habe $5 und eine Bank ausgeraubt. Ich habe $5 Kopfgeld. Vielleicht haben die Leute doch recht. Also diese Liberalen machen echt das Land kaputt. Das sind echt sehr liberale Strafen hier. Oh Gott. Ich meine, ich bin ja auch kein Befürworter von allzu harten Strafmaßnahmen, aber für Bankraub und mehrfachen Mord $5, also das ist schon viel Vertrauen darin, dass sich ein Verbrecher eventuell doch noch in seinem Leben bessert und zu einem produktiven Mitglied der Gesellschaft entwickelt. Also $5, das ist schon wenig. Ja, das ist das Haus, wo ich schon mal war. Oh Mann, und jetzt muss ich hier den Arsch spielen und Geld eintreiben, wo die Familie gerade einen Verlust zu betrauern hat. My husband's not cold in the ground and you come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Schade, ich dachte eigentlich, das Spiel würde mir eine Wahl geben, ob ich da jetzt die Schulden erlasse. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel die jetzt schuldet, aber theoretisch gesehen, wenn ich ein oder zwei Kutschen klaue und so, habe ich das Geld selber wieder rein. Ich dachte, ich kann hier mal ein bisschen altruistisch sein. Es ist halt so halb und halb, ne? Auf der einen Seite, ja, es stimmt schon, wenn du dir Geld leihst, Überraschung, du musst es mal zurückzahlen. Also wenn man sich Geld irgendwo für was leiht, dann sollte man das nur dann tun, wenn man es irgendworin entweder
wenn man weiß, man kriegt das Geld sowieso irgendwann wieder rein, weil man ein geregeltes Einkommen hat. Oder weil man es in irgendwas investiert, was definitiv... Alter Schwede! What? What? Jetzt? Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Ich hab's gelesen. Irgendjemand hat mal irgendwo gesagt, ja, du kriegst halt in dem Spiel, du wirst in dem Spiel mit so viel Geld zugeschissen, dass es irgendwann überhaupt keinen Wert mehr hat. Aber, what? 1250 Dollar. So viel Geld hatte ich, glaube ich, im ganzen Spiel noch nicht einmal auf dem Konto. Alter, ist das... Okay. Ich brauche gerade mal ein bisschen Geld, damit ich mir noch was kaufen kann. Okay, währenddessen, ich erkläre nochmal ganz kurz, ne? Also auf der einen Seite, ja, wie gesagt, ne, man sollte sich halt echt überlegen, ob man sich irgendwann irgendwo Geld leihen will, weil man muss es letzten Endes immer zurückzahlen und ja. Man kann halt nicht, hier, guck dir die Scheiße an, ne? Was mache ich hier rein? Also ja, hier sind jetzt Fälle hauptsächlich drin. Also ich hab hier schon 30 Dollar, 40 Dollar reingemacht. Was machen die hier? Krähenfedern, Eulenfeder, Leguanhaut, schlecht. Ich hier Wapiti-Geweih, okay, gut. Ich habe jetzt hauptsächlich Tierzeug reingelegt. Alter Schwede, bei 214 Dollar sind wir jetzt. Okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt mal noch das Boot hier. Kostet 450. So, dann tun wir jetzt genug rein, damit ich mir das leisten kann. Aber auf der anderen Seite ist halt das Geldverleihen schon dann auch ein etwas zwielichtiges Business, weil letzten Endes du leistest ja in dem Sinne nichts. Du nimmst halt ein Risiko in Kauf, dass das Geld eventuell nicht zurückkommt. Aber viel mehr auch nicht. So. Und da kommst du da mit solchen Methoden und nimmst das Geld dann halt einer Witwe. Wobei man halt auch sagen muss, ja gut, Schulden werden halt auch vererbt, ne? Du übernimmst alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen. Also sowohl die Besitzrechte an den Dingen, die ihm gehört haben, aber eben auch so Schuldverpflichtungen zum Beispiel. So, das wird jetzt eine große Einzahlung, Leute. Könnt ihr mal sehen, wie ihr das ausgleicht, hier die anderen Bandenmitglieder mit euren Kackfedern, ey. Ich nehme jetzt mal 300 Dollar hier rein. Dann habe ich auch noch genug, um irgendwie Vorräte aufzufüllen, falls mal ist. Ja, nicht mal, dann mal hier langsam, ne? So haben wir nicht gefettet. Der Rest, der geht dann im Waffenhändler drauf, wird besser knarren. Ja, komm, hier 310, lass uns mal nicht knauserig sein. That's my boy. Ich will nur sagen, ich habe gerade gehofft, dass es mal für ein bisschen mehr Ehre reicht. Ich habe hier gerade 300 Dollar für die Gang gespendet. Weißt du, wie viel Kohle das damals war? Wusstet ihr übrigens eigentlich, ne, dass Antisemitismus zu einem großen Teil daherkommt, weil das Judentum mit die einzige Religion ist aus den typischen Weltreligionen, die Geld verleihen dürfen? Oder was heißt Geld verleihen dürfen? Also wo es nicht glaubenstechnisch verboten ist, dass man Zinsen nimmt? Denn das Zinsen nehmen, also das Verleihen von Geld und dann die Rückzahl, also dann das Einfordern einer größeren Summe, eben Zinsen, das ist tatsächlich nur im Judentum legal. In allen anderen Glaubensbekenntnissen, also in allen anderen heiligen Büchern, ist das in irgendeiner Form verpönt. Deswegen haben sich teilweise deutsche christliche Monarchen damals teilweise Juden, in Anführungszeichen, gehalten, weil die halt Geld verleihen durften. Das war, Christen durften das nicht. Ist wirklich so. Deswegen hat sich halt so über die Geschichte, ich sag nicht, dass ich das unterstütze oder so, oder dass das stimmt, aber deswegen hat sich eben dieses Image vom raffgierigen Juden hat sich dann im Laufe der Zeit deswegen entwickelt. Wie gesagt, sag nicht, dass das gerechtfertigt ist, aber das ist einfach so eine Tatsache.
So, und das war's. Damit habe ich jetzt alle Verbesserungen gekauft. Was geht ab? Ich sehe, wir brauchen Munition. $20. Hey, Junge. Ich hab's doch. Cool. Okay. Ich würde sagen, das war ganz erfolgreich heute. Ich gehe jetzt Waffen kaufen und dann gehe ich Fische angeln. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir, Freunde. Falls ja, würde ich mich wie immer über die Bewertung freuen oder einen netten Kommentar. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein.